Aktiven haben wir einige Jahre hier auf der närrischen TV-Bühne nicht mehr gesehen. Deshalb freuen wir uns, dass wir Sie in diesem Jahr begrüßen dürfen. Dank unseres Prinzenpaars Prinz Werner vom Schäberle Heu und der Prinzessin Monika vom Banater Heidestädtchen sind Sie in diesem Jahr dabei. Und wie? Seien Sie gespannt, schmunzeln, lachen oder mitklatschen, wie Sie wollen. Was Sie schon immer über unser Prinzenpaar wissen wollten oder was vielleicht auch lieber nicht, das erfahren Sie jetzt auf dynamische und humorvolle Art. Steffen Maurer und Laura Schmidt haben die Nummer, die wir jetzt gleich sehen, einstudiert. Und die haben richtig viele Fans mitgebracht und ich bin überzeugt, nach diesem Auftritt sind Sie alle auch Fans. Schauen wir also jetzt ins Nähkästchen des Prinzenpaars und begrüßen die handballaktiven Frauen und Männer gleich mal mit einem tosenden Beifall. Viel Vergnügen! Was Besonderes, das ist klar. Schaut mal in unserem Städtchen. Schaut mal in unserem Städtchen, egal wohin, die zwei haben ihre Finger drin. Und was die beiden in diesem Städtchen so treiben, das wollen wir mit diesem Programmpunkt beschreiben. Im Sommer kann man sie im Freibad treffen, wo sie mehr tun als nur Pommes essen. Fahren Fahrrad gern, radeln rum von nah bis fern. Auch sind sie bei der Polizei, die beiden machen allerlei. Der Werner gibt den Gang schon eine drauf und Moni schreibt die Anzeige auf. Bei den Hexen treiben die beiden um und saufen sich die Besen krumm. Und wer läuft die größten Marathons mit? Das Prinzenpaar im 7-Meilen-Schritt. Das Prinzenpaar Security streitet die zwei ihren Partys nie. Sind beide ambitioniert, wenn Moni die Bälle einschmeißt und Werner pariert. Und so wollen wir beginnen, wenn alle Werners und Monis das Tanzbein schwingen.
seid nun für immer verbunden. Darauf, dass eure Liebe nie verschwindet und ihr immer wieder den Weg in unsere Halle findet. Auf euch ein kräftiges Chevrolet! Und dass ihr euch bleibt auf ewig treu. Eure Ehe möge glücklich verlaufen, mit wenig Streit und ganz viel Dosenbier saufen. Und wie ihr heute so vor uns steht, hoffen wir, dass es nie auseinander geht. Denn ein Leben ohne Frau ist wie Handball ohne Herz. Unkontrolliert, selten spannend und man sieht oft schwarz. Solltest du seine Frau sein, und ich aus Spaß entführt, und ich brachte dich zu mir. Es war ein Spiel, doch da liebst du mich. Immer erst so früh gespürt, packen wir den Fahrstuhl. Für diese tolle Nummer.